Hallo, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute den zweiten Minecraft-Film-Trailer an. Ich habe ja damals schon auf den ersten Teil reagiert. Da kannst du doch eher Captain Sparkles die Scheiße animieren lassen. Was ist denn das? Und jetzt schauen wir uns mal den zweiten Minecraft-Film-Trailer an. Auf Deutsch. Ich bin gespannt. Es ist hier übrigens gerade nicht mein Zimmer. Ich bin hier gerade in New York. Also hier ist gerade Skyline und ich sitze im Hotel. Aber ich dachte mir, weil das jetzt gerade so ein aktuelles Thema ist, schauen wir mal rein. Minecraft-Trailer, take two. Oh, eine Biene. Ich meine, es sieht schon cool animiert aus, ne? Das muss man schon sagen. Aber beim letzten Trailer war ich ja auch so ein bisschen, ob man da jetzt wirklich echte Personen drin braucht. Es könnte auch ein komplett animierter Film sein. Und ihr habt mir alle recht gegeben in den Kommentaren. Ich bin Steve. Oh, mit Kids doch. Als Kind war ich verrückt nach den Minen. Aha. Aber irgendwas kam mir immer in die Quere. Na los! Ich hoffe, es kommt nur nicht wieder dieser... Also ich weiß jetzt gerade nicht... Ich kann mir irgendwie vor, also ich hab's noch nicht gesehen, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es jetzt von Warner Bros. Ist es ja, dass die sich jetzt gesagt haben, hey, die Reaktionen auf den Trailer waren so schlecht, wir werfen das ganze Prinzip nochmal über den Haufen, machen was anderes. Oder sie halten halt am ersten Trailer fest, wie das halt generell festgelegt wurde. Ja, aber das würde ich halt auch nicht fühlen. Also ich bin so oder so, ihr wisst, ich habe da eine andere Ansicht bei dem Trailer. Warner Bros. Legendary und Rojang. Der Lockruf der Minen war zu stark. Ach, deshalb, da ist er wieder, der komische Kerl. Ich grub und grub. Und ich fand... das. Ein Wunderland, in dem alles, was du dir vorstellen kannst... Das ist halt krass. So sieht halt keine Minecraft-Welt aus. Also mit Mods und so vielleicht. Aber gut, ist halt auch ein Trailer von einem Film. Schön ist wenigstens, dass sie so diese Musik mitgenommen haben, ne? Dieses... Düm, 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 düm. Dieses... Wie hieß der Typ nochmal, der die Musik gemacht hat? 428 oder irgendwie so hieß der Typ ja. Also diese 6-Bit-Musik, das ist schon ganz geil. Aber ich finde alles drumherum, da müssen keine echten Menschen rein. Das wäre mit einem klassischen Animationsfilm für die günstiger gewesen und es wäre auch für alle geiler gewesen, glaube ich. Solange das, was du dir vorstellst, aus Blöcken gebaut werden kann. Ist das schlecht? Das sieht ja so schlimm aus. Ja, so bum, 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 dann auf dem Boden, dann kommen da diese Blöcke, ey. Mann, ich habe diese Minecraft-Filme von Captain Sparkles damals so gefeiert. Und das ist jetzt einfach so ein... Es ist so ein dummer Abklatsch. Ich fühl's ehrlich gesagt nicht so. Aber Junge. Ein Wolf? Och, Mann. Wo sind wer wir? Wer ist er? Warte, wer bist du nochmal? Garrett, the Garbage Man Garrison. Ach, und dann soll das auch noch so auf dumm lustig sein. Wer bist du nochmal? Garrett, the Garbage Man Garrison. Mann, ey, ich habe mich so gefreut, dass es ein Animationsfilm wird. Ich werde jetzt natürlich exakt das gleiche sagen wie in meiner ersten Reaction. Ich finde, ich habe gerade schon ein, zwei Kommentare ein bisschen geluschert, wo Leute geschrieben haben, ey, ich finde es viel besser als den ersten Teil. Finde ich bisher nicht. Wie bereits gesagt, man darf einen Film nicht anhand des Trailers bewerten. Aber wenn man es macht, hier in diesem Szenario, dann wird es ein Kackfilm. Gamer des Jahres 1989? Wie auch immer. Ist mir nicht wichtig. 89? Willkommen in der Oberwelt. Steve und er. Oh, wir haben Höhleneingänge. Wir sehen hier Diamanten, glaube ich. Ignoriert übrigens diese pinke Maus. Das ist Yusefs Laptop, mit dem ich gerade aufnehme. Ich kann euch auch übrigens... Hi, wir gehen mal kurz in die Vollbildansicht. Mal eben kurz zeigen, wie das hier überhaupt gerade alles aussieht. Also ich sitze gerade hier auf meinem Stuhl, wo noch meine Regenjacke dran hängt. Hier ist Mikro, da ist Laptop. Wir haben kein Stativ dabei, deswegen nutzen wir zwei Kissen. Das ist so das Hotelzimmer, das ist jetzt nichts Krasses. Ich zahle trotzdem, also wir haben das hier nochmal, wo Alex und Yusef sind. Leute, ich zahle $25.000 für sowas, für so ein Zimmer. Also das ist jetzt, das ist schön, das ist natürlich schön, aber es ist niemals diesen Preis wert. Aber was man natürlich hat, ist, wenn ich hier die Tür aufmache, direkt New York. Das ist halt crazy, ne? Da ist das One World Trade Center und da hinten ist Empire State Building. Da. Dazwischen. Yusef ist da unten gerade irgendwo in einem Supermarkt. Aber ja, das ist halt die Aussicht, ne? Also das ist halt schon crazy. Und wenn man hier runter filmt, schaut euch das mal bitte an. Also wir sind jetzt nicht ultra hoch, wir sind im 8. Stock, glaube ich. Aber wenn man hier runter filmt... Huiuiui. Gut, wir mussten jetzt natürlich hier gerade zum Ton der Kamera schalten, weil mit dem Mikro, das habe ich natürlich hier drin gelassen. Tür wieder zu. Ach, wo ich jetzt gerade schon dabei bin, komm, ich kann eine komplette Roomtour machen. Hier ist ein bisschen was.
Und meinen Koffer noch am rumliegen, meine Schuhe. Da ist Yusefs Koffer, wir werden der Aufnahme gerade. Und das hier ist das Badezimmer. Hier bin ich. Hier dusche ich mal morgens. Und hier lüftet man dann beim Duschen. Das ist mein Ausblick vom Duschen. Also das ist schon... Es ist schon, man muss schon sagen, irgendwie schon eine interessante Stadt. Ich bin froh, wenn ich hier wieder weg bin. Wir sind jetzt knapp für 3 Wochen hier. Aber das mal so zu machen, ist schon ganz geil. Aber gut, ich würde sagen, ihr seht mich wieder in der Cam-Ansicht. Ich platziere die Kamera mal wieder hier. Und wir schauen uns gemeinsam den Minecraft-Trailer weiter an. Die gehen nämlich in eine Höhle. Alles, wovon ihr träumt. Redstone. Alter, sogar eine... Warte mal, da muss ich mal eben kurz hier zurück. Sogar die Minecarts sind mit drin. Ich finde den Trailer genauso wie den ersten Trailer nicht geil, weil ich, wie gesagt, nicht ein Fan davon bin, dass diese ganzen echten Personen da mit drin sind plötzlich. Aber zumindest erfährt man noch ein bisschen mehr. Also man sieht hier die Kartstrecke, man sieht Redstone und so. Und im ersten Trailer war es ja, wo die da so komisch gecraftet haben. Das war ja alles nicht geil. Wir blenden es euch hier nochmal kurz ein. Weiß ich nicht. Könnt ihr hier bauen? Das? Oh, das arme Hühnchen. Oh mein Gott. Alter, sah das lecker aus. Oh. Ja gut, so sieht es halt nicht in echt aus. Ne? Ich verstehe dann halt nicht, wenn sie das Huhn so darstellen, mit den gleichen Umrissen und Designen und Blöcken, wie ein Huhn halt ist in Minecraft, dann müssten sie das eigentlich auch so machen wie ein richtiges Chicken in Minecraft. Und das sieht ja so nicht aus. Ja, da kommen die Piglins wieder mit den Gas und greifen alles an. Welt zerstören wollen. Um sie aufzuhalten, müssen wir etwas Außergewöhnliches. Warte mal, was ist das denn? Sorry, dass ich hier wieder anhalte. Wenn ihr nur den Trailer sehen wollt, wie gesagt, schaut euch gerne den Trailer an. Viele Leute haten ja immer. Oder nicht viele. Ein paar sagen dann immer nur so, Luca, du stoppst an jeder Stelle. Ja, ist ja auch meine Reaction. Obviously stopp ich. Der buddelt sich hier lang. Was ich jetzt wiederum nicht verstehe, warum ist hier TNT einfach so random mit drin? Das geht hier eigentlich auch nicht. Hier oben so ein Erz, eigentlich auch nicht vorhanden. Die Skelette schießen ihn ab. Er baut sich runter, geht dann hier in der Seite in den Gang rein. Also, ja, gut. Ich meine, die nehmen sich Minecraft als Vorbild, aber machen natürlich jetzt nicht komplett wie in Minecraft, weil so wird es halt in Minecraft nicht sein. Um sie aufzuhalten, müssen wir etwas Außergewöhnliches erschaffen. Okay, er baut die Holzköpfe ab. Was ist das? Einfach. Ja, da ist wieder dieses komische Craften. Oh, oh, wie sah er denn aus? Der Eisengolem. Ui, das ist krass. Der sieht ja auch in echt eigentlich deutlich glänzender aus. Aber der soll hier vielleicht eher so wirklich diesen Look haben von wegen, oh, so ein alter Herrscher des Dorfes. Alter. Er springt einfach runter mit was? Eine Enderperle. Teleportiert dich dahin, wo du sie hinwirfst. Ist klar. Tu's nicht! Oh. Und das war die einzige, die ich hatte. Das ist krass. Ja, okay, also wenn man so Jokes mit reinbaut, das ist schon dann wiederum ganz geil. Oder fliegt gerade ein Helikopter lang. Boah, ist das schon krass hier, ne? Eigentlich habe ich alles vorproduziert für einen ganzen Zeitraum, während ich in New York bin, aber... Bei dem Video, ich dachte mir halt, ich reagiere jetzt darauf. Ich bereue es gerade ein bisschen, weil so krass finde ich den Trailer nicht. Ich dachte halt, die reißen jetzt komplett das Ruder rum. Ich finde es schon jetzt gerade zumindest besser als den ersten Trailer. Aber, naja, wir schauen mal weiter. Ah, jetzt haben wir wieder das mit dem Bauen im Minecraft-Trailer, ja. Kommt jetzt wieder das Schaf? Ja, eine Sache müsst ihr noch wissen. Toll, jetzt ist es dunkel. Das ging jetzt sehr schnell, oder? Oh, was geht's los? Die Skelette kommen, die Zombies. Aber was wirklich alles immer kaputt macht, sind diese echten Menschen, die da drin rumlaufen. Also wirklich, ich finde sowas hier. Das hier, wartet, Moment, nicht wo die sind, sondern jetzt hier. Das sieht geil aus. Das wiederum nicht. Das nicht. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Verzauberter Bogen mit Feuer dran. Feuer ist da zwar auch nicht dran, aber dann die Zombies hier im Hintergrund. Aber dann so, guck mal, wie geil das aussieht. Auf einer Spinne sogar. Aber dann siehst du wiederum, wie die weglaufen hier. Das ist Quatsch. Dann mach die doch auch animiert. Also es ist doch für alle Seiten Win-Win. Ich glaube, wir alle sprechen. Es gibt bestimmt noch Leute, die das gut finden, dass da echte Leute mit drin sind. Aber eigentlich sind wir doch alle der gleichen Ansicht, dass da, wenn überhaupt, alles animiert sein sollte. Ich finde, Animation zusammen mit echten Personen, mit echten Schauspielern, ist nie geil. Außer vielleicht bei Ted oder irgendwie solchen Filmen, wo dann Ted halt animiert ist, aber dann in der echten Welt mit ist. Aber in der Animationswelt echte Menschen, Lazy Town vielleicht.
auf Lachkick-Basis. Ist doch okay. Oder der Sprecher bei SpongeBob, der dann da mit drin hängt oder irgendwie dort. Aber das, nee, das ist nicht meine Welt. Aber gut, Freunde, das war der zweite Minecraft-Trailer. Wie findet ihr ihn? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin immer noch der Ansicht, dass alles animiert sein sollte. Aber gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch unter dem Video da. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich bin, wie gesagt, gerade noch in New York, deswegen ist ja alles so ein bisschen drunter und drüber mit dem ganzen Setup. Ich zeig's euch immer nochmal. Das ist schon interessant, wie ich das hier gerade aufnehme. Wir sehen uns morgen im neuen Video wieder. Tschüss!